Hallo und willkommen an alle, die sich hierhin verirrt haben. Ich bin der Bruce und ich begrüße euch zu einer weiteren Runde bei StarCraft 2 Heart of the Swarm. Ja, wir sind zurück auf Char und mussten der Brutmutter Zagara, die wir auf der linken Seite hier sehen, mal kurz zeigen, wer hier wirklich der Chef ist. Gab so ein kleines Kräftemessen und ja, eigentlich mehr oder weniger so ein Wettlauf um solche Zergling. Ne, Bärsling-Eier hier, das Vieh hier rechts unten im Bildschirm. Hier haben wir kurzhand gewonnen und sie hat sich unserer Macht beugen müssen. Eigentlich wollten wir sie umbringen, aber ja gut. Du kannst ja nicht wirklich alle dann abschlachten, ne? Du brauchst noch ein paar Verbündete. Also, in meinen Augen war es ein kluger Schachzug. Gut. Ja, aber die Festung von Warfield ist immer noch im Hintergrund. Die gucken wir uns mal gerade mal an. Der Schwarm wächst wieder. Und jetzt zu dir, Warfield. Das Zurückerobern dieser Welt wird eurem Imperator eine Warnung sein. Isha, überall hier sehe ich Zeichen der alten Königin der Klingen. Aber ich kann mich nicht erinnern, warum ich meine Truppen so lange hier auf Char zurückgehalten habe. Du hast die Zukunft erforscht, um Vorbereitungen für einen großen Krieg zu treffen. Welcher Krieg? Erzähl mir mehr. Du hast uns nichts Genaues erzählt. Du hattest eine Vision unserer vollständigen Vernichtung. Und du wolltest, dass wir bis zuletzt kämpfen. Daran kann ich mich nicht erinnern. Das ist aber schlecht, Mensch. Wenn Armageddon an der Tür klopft und du nichts davon weißt, du das alles vergessen hast, nicht so cool. Weißt du, warum ich dich in der Schlacht besiegt habe? Du warst stärker als ich. Nein. Dann schneller. Nein. Spiel nicht mit mir, meine Königin. Verrat mir dein Geheimnis. Sprich mit Abatur in der Evolutionsgrube. Er wird es mir sagen. Er wird dich weiterentwickeln. Geh. Alles klar. Kommt hier so ein kleines Upgrade, so wie es aussieht, ne? Erzähl mir von den Veränderungen, die du an Zagara vorgenommen hast. Brutmuttervorlage ermöglichte bereits Lösung komplexer Probleme. Lernen, Kontrolle über Brut, viele Schwerpunkte. Jetzt Muskeldichte hinzugefügt, Hirnmasse erweitert. Kann nun mehrere Szenarien erwägen. Kognitive Flexibilität. Vielleicht sollte ich das mit allen zukünftigen Brutmüttern machen. Erweiterte Hirnmasse für Brutmutterrolle im Schwarm nutzlos. Zusätzliche Masse benötigt zusätzliche Energie. Führt auch zu erhöhter Unabhängigkeit. Widerspricht Direktive. Zerg darf keine Gefahr für Anführerin von Schwarm darstellen. Die Zeiten ändern sich. Ich will, dass meine Diener so gefährlich sind wie nur möglich. Ja, aber so Unrecht hat er nicht, ne? Ich meine, wenn ihr solche Superbrains heranzüchtest, ne, dann früher oder später der eine oder andere dann am Thron sägen, die Macht an sich reißen. Ich meine, das ist die Zerg, die leben ja von Evolution und vom Recht des Stärkeren. Also es wäre eigentlich nur logisch, wenn sowas passieren würde. Ne? Gut, wir gucken uns mal die Bärslinge hier an. Was haben wir denn hier? Das ist eine Säure. Fügt dem Hauptziel um 100% erhöhten Schaden zu. Okay. Höhe des Flächenschadens bleibt unverändert. Der Flächenschadenradius wird erhöht. Okay, das ist auch nicht schlecht. Durch zum normalen Schaden heilen Bärslingen Explosionen in der Nähe befindliche verbündete Einheiten. Boah, schwierig. Was nehme ich denn da? Also diese Heilfunktion, ja, die finde ich jetzt nicht so prall. Weil ich glaube nicht, dass alle Truppen immer wirklich zusammenstehen, wenn die Bestlinge zum Einsatz kommen. Muss schon wirklich sehr gut timen, dass sie neben den Schaden auch wirklich schon die eigenen Truppen heilen. Ja, hier in diesem Bild, dann ist es natürlich sehr, sehr praktisch, wenn man gerade solche Bunker dann angreift und die kommen von hinten angerollt, aber ja, das ist das Einfachste. Einfach der Schaden erhöht. Ist vielleicht echt nicht verkehrt.
Flächenschaden ist schon. Ne, Flächenschadenradius. Das heißt, der Schaden bleibt der gleiche, aber der Radius wird einfach erhöht. Als wenn die Gegner so ein bisschen auseinanderstehen. Da hat man so eine Säurewelle, wenn man so mehrere Bärsinge da reinschickt. Ne? Auch nicht verkehrt. So, wenn wir mit der Masse arbeiten, ist natürlich praktischer, wenn wir die einzelnen Ziele platt machen können. Wenn wir uns auf so einzelne Ziele konzentrieren, ist das vielleicht besser. Ich weiß nicht, also Überdruck und ätzende Säure sind, gefallen mir beide recht gut, sind beide sehr praktisch, aber so wirklich der Burner ist nichts von beiden. Gut, ja, ich lasse jetzt mal die ätzende Säure. Gucken, was wir hier noch haben. Schaden von Bärsling, Säure unzufriedenstellend, Möglichkeit für Verbesserung. Gallkomposition kann verändert werden, benötigt Mutation von Produktionszellen in Membran von Säuregefäßen, würde Potenz der Säure verdoppeln, dem Ziel schweren Schaden zufügen. Jo, machen wir doch. Ja, wo ja, ich überlege gerade, wenn die Gegner geheilt werden können, also Sanitäter mit dabei haben, das ist sehr praktisch, dann schalten wir die Ziele direkt aus und da bringen die Sanis auch nichts mehr. Oder wir gehen direkt auf die Sun, ist auch eine Möglichkeit. Sind direkt Platz. Ja, doch. Ich bleib dabei. Gut, was gibt's sonst noch hier? Ich hatte vergessen, wie heiß es hier ist. Ja, so ein Vulkanplaneten. Hätte ich auch keinen Bock zu leben. Genau, hier gibt's noch die Kerrigan-Grube, ne? Aber uns fehlt noch ein Punkt. Bitte, bitte. Und wenn wir mehr Trefferpunkte bekommen und mehr Schaden. Ich glaube hier diese heroische Stärke ist echt nicht verkehrt. Weil sonst hätte man nur 480 Leben und ja, ist schon ganz in Ordnung. Ich meine, die Energie bringt uns jetzt herzlich wenig, weil wir die gar nicht benutzen. Aber vielleicht kommt es noch dazu, wenn wir irgendwie noch andere Fähigkeiten freischalten. So, bis jetzt bin ich eigentlich ziemlich happy mit den Fähigkeiten. So, gucken wir uns mal die Mission an. Um das Plateau der Verwegenen zu erreichen, müssen wir mit dem Schwarm durch den Knochen graben. Die Terraner werden uns mit allem angreifen, was sie haben. Jo, kurz und knapp. Es gibt drei Machtpunkte, die wir hier ergattern können. Wollen wir natürlich haben. Knochengraben. Dies ist der einzige Weg zur terranischen Festung. Ich habe schon einmal versucht, meine Brut hier durchzubringen. Die Terraner haben daraufhin ihre Gorgonenkreuzer herbeigerufen. Sie haben uns immer und immer wieder bombardiert. Meine Brut blutete und starb. Genau wie die Hoffnung, die Terraner von Char zu vertreiben. Warte mal, da sind Terrornester. Sie könnten einen Gorgonenkreuzer abschießen. Wir müssen sie nur wieder erwecken. Meine Königin, wir sollten einfach durch den Graben rennen und keine Zeit mit dem Kampf gegen die Gorgonenkreuzer verschwenden. Wenn wir die Terraner überraschen, schaffen wir es mit akzeptablen Verlusten hindurch. Und wenn nicht, stirbt der Schwarm. Du musst noch eine Sicht für die Dinge entwickeln, Zagara. Planung? Berechnung, Scharfsinn. Wir können diesen Kriechertumor benutzen, um einen weiteren Kriechertumor neben dem Terrornest zu erschaffen. Sobald es erwacht, ist Warfields Gorgonenkreuzer Geschichte. Alles klar, Gorgonenkreuzer, ne? Das klingt ja nicht so einladend unbedingt. Meine Königin! General Warfield hat einen Gorgonenkreuzer angefordert. Er ist unterwegs zu unserem Schwarmcluster. Ja, immer das mit der Ruhe. Das Raumschiff ist riesig. Kein Wunder, dass Warfield nicht zwei gleichzeitig in den Knochengraben entsenden kann. Okay, das ist echt ein fettes Raumschiff. Er braucht nur eines. Schnell, lasst Kriecher bis zu den Terrornestern wachsen, sodass wir einen Kriechertumor neben ihnen platzieren können. Ja, das mache ich. Das wird das Terrornest erwecken. Ich hoffe, es ist genug, um den Gorgonenkreuzer zu zerstören.
So, wir sammeln erstmal ein paar Truppen. Ich glaube, da können wir direkt. Ja, hier können wir direkt was hinballern. Okay, die haben auch so einen recht großen Radius. Und solange noch so weit entfernt ist und so langsam herantuckert, warten wir noch ein bisschen und nutzen einfach die Zeit. Ja, Mineralien, Overlords, Overlords, Mineralien. Wir brauchen alles. Alles und noch viel mehr. So, ich brauche auf jeden Fall gleich so eine zweite Brutstätte. Also bis jetzt fahren wir sehr, sehr gut damit, mit zwei Brutstätten. Das behalte ich auch so bei. So, aber erstmal schauen wir, dass wir genügend Drohnen produzieren, damit wir auch mehr Mineralien fördern können. Ja, wo ist er? Ja, der braucht noch ein bisschen. Also wenn er hier so in dem Bereich ist, ja. Oh ja, dann muss ich auf jeden Fall das Ding hier aktivieren. So. So. Immer weiter. Drohnen, Drohnen, Drohnen. Wir brauchen mehr Drohnen. Mehr Drohnen und mehr Mineralien. So, ich darf nur nicht den Zeitpunkt verpassen, das Ding zu aktivieren. Vielleicht brauchst du ein bisschen Zeit, bis es hochfährt. Das weiß ich auch nicht. Muss man alles mit einkalkulieren, ne? Okay, langsam ist das Teil echt gefährlich nah. So, jetzt haben wir auch genug Kohle, um so ein zweiter Brutstätte zu errichten. Das machen wir auch direkt. Sehr fein. Okay, jetzt ist er hier. Schon bald werde ich sie vernichten, Kerrigan. Ach, quatsch nicht rum, Junge. Nichts wirst du machen. So, wir warten mal noch ein bisschen. Oh, guck Was mal. jetzt? Der Krieger hat das erste Terrornest erreicht. Ja. Dann sehen wir, was passiert. Erwache. Vernichte den Kreuzer. Nice. Perfekt. Dies ist der Anfang vom Ende, Warfield. Das Terrornest hat seine gesamte Lebenskraft verbraucht, um den Gorgonenkreuzer auszuschalten. Wir haben noch mehr. Schnell, weitet Kriecher bis zum nächsten Nest aus. Okay, also auch wieder so eine Mission auf Zeit, so wie es scheint, ne? Sehr schön. Kommen wir direkt in die nächsten Zerklinge am Start. Oh, die schicken wir auch schon mal nach vorne. Brauchbare Stränge in Zerg-Biomasse entdeckt. Wertvolle Sequenzen. Beschaffen. Wird Königin der Klingen verbessern. Was jetzt? Alles klar. Das sind bestimmt die Machtpunkte, die wir sammeln können, ne? Ja. So sieht das aus. So, dann. Jetzt haben wir die. Also, jetzt haben wir uns eine gute Basis hier geschaffen und, Ja. Jetzt können wir ein bisschen weiter voranschreiten. So, und wir dürfen natürlich nicht vergessen, die Kriechertumore weiter nach vorne zu schicken. Was haben wir hier unten? Oh. Ah, das sind schon einige Truppen. Oh ja, das sind echt einige Truppen. Ich glaube, wir müssen uns zurückziehen, ja. Wir müssen uns zurückziehen. Scheiße. So. Schickt einen weiteren Kreuzer in den Kampf. Eieiei, das ist ja gar nicht gut, Na komm, verkriechen uns mal unter die Erde. Was jetzt? So, weil die Zecken kommen ja alle immer weiter hinterher, auch wenn die verreckt sind. Gut. So, jetzt müssen wir mal ein bisschen Gas geben. Erstmal eine Evolutionskammer. Dann so eine Schabenhöhle, die mich auf jeden Fall haben. So, und das Ding werden wir weiter entwickeln. So, wir brauchen auf jeden Fall auch Overlords. So, die haben wir jetzt auch.
Sehr schön. Raus so. Damit. Lasst uns das hinter dann uns wandern wir mal nach unten. Das Ding kommt nach oben. Was jetzt? Mal sehen, ob wir jetzt nicht die ganzen Truppen hier platt machen können. Da ist noch so eine Basis, ey. Mann, was ist denn hier los, ey? Ah gut, okay, die machen wir auf jeden Fall platt hier, die Basis. So, und wir haben ein paar Schaben jetzt am Start. Das gefällt mir sehr gut. Was jetzt? So muss das sein. Okay, hier mal sind wir auch sehr, sehr nah an diesem nächsten Terrornest dran. Wir kommen hier hin, haben wir auch genug Versorgung. Ja, sehr schön. So gefällt mir das. So. Upgrades, dann laufen die auch schon mal. Gut. Weiter vorrücken. Gut, gut, gut. Wir brauchen diese Brutmütter. Ja, wir brauchen mehr Mütterradien. Ah, zwei deutsche Brutmütter. Jetzt kommen als nächstes ein paar Drohnen. Ah ja, Jesus Maria. Wir brauchen mehr Mineralien. Der Schwarm schläft nie. Oh, was haben wir denn hier? Das ist schon eine dicke Basis. Eine ekelhafte Befestigung. Oh ne, wir ziehen uns mal kurz zurück. So. Wir verkriechen uns mal in den Boden. Hier haben wir noch ein bisschen. Hier können wir auch lang. Interessant. Interessant. So. Zack, 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 zack. Da ist gleich schon der nächste Gorgonenkreuz am Start. Scheiße. Wir brauchen noch ein Terrornest. Ja, sollst du bekommen. Das sollst du bekommen, Mädchen. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Das Ding wurde platt gemacht, ja. Wir sollten sich von den Kreuzern fernhalten. Ja. Unsere Terrornester können sie vernichten. Gut, gut. Diese Welt gehört mir. Ich höre. So, das Terrornest ist erwacht. Ich würde sagen, abwärts laufen. Es kommen noch mehr. Verbreite den Kriecher. So ein Hydralisken-Dingern, ne? Gorgonenkreuzer! Vernichtet Kerrigan! 3, 4, 5, 6, okay. Gut, dann auf geht's. Ah, die haben diese Truppen wieder weiter verstärkt. Scheiße. So, wir müssen auf jeden Fall diesen Panzer platt machen. Kaum was wolle. Lasst uns das hinter uns bringen. Ah, oh, scheiße, es greift nämlich hier an, ey. Scheiße. Gut, dass wir diese Zerklinge haben, die jetzt kommen, ey. Unsere Streitkräfte werden an der Mutation abgeschlossen. Ah, überleben die das? Ah, scheiße, ey. Ja, jetzt haben die mich echt eiskalt erwischt, ne? Die Penner, ey. Gut. Gut, gut, gut. Dann müssen wir immer weiter fördern, fördern, fördern. Alles klar. So, das war schon knapper als gedacht, Fällt mir gar nicht gut, dass es so knapp war. Ich höre. Dann sammeln wir ein paar Mineralien hier ein, das ist auch sehr gut. So. Dann machen wir hier unten noch alles Platz. Und dann sieht das schon wieder ein bisschen besser aus. Würde ich mal behaupten. Ah, es ist eine Detektoreinheit. Scheiße. Ah, ja. Gut. Okay. Das heißt, wenn wir das Ding hier platt gemacht haben, müssen wir ein bisschen Gas geben. So, haben wir auf jeden Fall keine gegnerischen Truppen mehr, die von unten kommen. Das ist schon mal sehr gut. Was jetzt? So. Zack, ein paar Hydralisken. Ja, ich weiß, ich weiß. Du hast meine Aufmerksamkeit. Ich weiß, ich weiß. So. Was jetzt? Müssen wir erstmal dafür sorgen, dass wir hier unten alles. Landekapseln einsetzen! Ah, Landekapseln, ja. So, springen wir ganz schnell dahin, genau. So, jetzt gleich haben wir doch alles platt gemacht, ne? Weitere Teile meiner Brut haben sich zu
zwischen den Toten eingegraben. Ist das so? Ich will, dass du in der Nähe der Front bleibst, um dort weitere Kriechertumore zu erschaffen. Ich verstehe. Je mehr Tumore, desto schneller breitet sich Kriecher aus. Ja, okay, interessant. Den Schwarmcluster gleich erreicht. Je mehr Tumore, desto mehr schneller breiten sich die Kriecher aus, ja? Alles klar. Dann ballern wir noch ein paar hier hin. Oh Mann, der ist viel zu nah. Der ist viel zu nah, der Kollege. So, die konnten wir jetzt gerade noch aktivieren. Das heißt, wir sind jetzt eigentlich safe. So. Ich würde auch mal sagen... 1, 2, 3, 4, 5. Fordere deinen weiteren Gorgonenkreuzer an! Müsste eigentlich passen, ja. Du hast meine Alles klar. Aufmerksamkeit. Gut, dann geht's hier oben weiter, oder? Nicht richtig gesehen. Ah, hier gibt's noch ein paar Mineralien. Die wollen wir natürlich auch haben. Der Schwarm ist hungrig. So, da die jetzt mit Lufteinheiten kommen, kommen noch so ein paar Hydralisken zum Einsatz. So. Die Dinger, die können hier weiter rumschleimen. So. Nichts stellt sich mir in den Weg. So, wir machen jetzt hier alles Platz. Los jetzt. Mal sehen, was hier oben ist. Ja? Gibt es da bestimmt auch noch was Neues, oder? So. Immer schneller, immer weiter. Hm, da scheint es auch irgendwas zu geben. Diese Welt gehört mir. Hier gibt es doch irgendetwas, ne? Ja, ich wusste es doch. Noch so eine kleine Basis. So, und die können weiter rumschleimen. Zack, zack, zack. Und umso schneller geht's, ne? Ja, wunderbar. So. Ich höre. Das heißt, ja, wenn wir gleich hier lang gehen, dann laufen auf jeden Fall diesen Kreuzer... Über den Weg, nie. Ne? Das ist nicht so cool. Wer hat dich gefragt? Ah. Raus damit. Los jetzt. So, ich würde sagen, Zeit für neue Upgrades, ne? Gerade rechtzeitig. So, wir können auch so ein Bärsling-Nest herstellen, ne? Ich würde sagen, ein paar Drohnen hier. Gut, ja. Dann haben wir gleich auch alle Upgrades am Start. Ja. Das ist doch sehr schön. Wir haben nicht viel Zeit. Der Schwarm schläft nie. Los jetzt. So, sehr fein. So, dann müssen wir uns ein bisschen beeilen, dass dann wir auch in dieses nächste Terrornest rankommen, ja. Denn der Herkules-Kräuter lässt nicht auf sich warten. Der Gorgonenkreuzer hat den Schwarmcluster gleich erreicht. Gorgonenkreuzer, ja. Naja, Gorgon, Herkules, ne? Ihr wisst schon, was ich meine. Das Kreuzerteil halt, ne? Gut, dann kommt der hier hin, dann kommt der hier hin und der kommt. Ah, hier hin. Da sind wir doch schon gleich am Ziel. So, da unten können wir hin, da oben können wir auch hin. Gehen wir erstmal hier oben gucken. Oh, das ist aber echt. Langsam wird's eng. Langsam wird es eng, Mensch. Das reicht nicht. Ja, ungültiger Befehl, ja. Aber das reicht. So, der geht da unten weiter. Ja, und da gibt es ein bisschen Essenz oder was auch immer das ist, ne? Für Machtpunkte. Ganz viele Machtpunkte. Das gefällt mir. Das gefällt mir sehr gut. So. Wir haben noch einen erwischt. Warfield, überlass diesen Planeten mir. Niemals, Kerrigan! Niemals! General Warfield hat einen weiteren Gorgonenkreuzer in den Kampf beordert, meine Königin. In diesem Graben sind viele Knochen. Da oben ist auch noch so ein Teil, ja. Auf ein paar mehr kommt es nicht an. Ja. Schwing du mal deine großen Reden, Kollege. Mach du mal. So. Wir haben nicht viel Zeit. Ich würde sagen, es wird Zeit für ein paar Overlords. Unsere Streitkräfte
So, zwei gehen hier hin, zwei gehen nach unten. Oh ja, der Schwarm ist aber leicht geschrumpft, würde ich sagen. Ja, was ist denn da passiert? Diese Welt gehört mir. Wer hat dich gefragt? So. Also wir müssen auf jeden Fall aufpassen, dass wir echt nicht dem Herkules-Ding hier zu nahe kommen. Könnte nämlich böse enden. So. Schwabbeln wir mal da unten hin. So, das dauert auch nicht mehr lange. Ja gut. Eigentlich ist noch alles ganz entspannt hier, ne? Oh, das ist ein Ghost. So. Ein Pisskopf. Nichts stellt sich mir in den Weg. Gut, ich würde aber sagen, es wird Zeit für zwei deutsche Bodenmütter. Noch ein paar Schaben. Die haben ein paar schwere Einheiten hier am Start. Wer hat dich gefragt? Ah, hier ist noch so ein Terrornest. Gut. Ja. Gut, gut, gut. So, hier geht's wieder weiter. Wir sind dem Feind im Kampf begegnet. Okay. Ich glaube, hier sollten wir gleich am Ziel sein, ne? Ja. Sehr schön. Sehr, sehr fein. So, können wir weiter hier runtergehen. Hier können wir auch weiter wandern, würde ich sagen. Ja, zack, zack. Wir haben so ein paar Brutmütter am Start, ne? Die können auch so ein paar Dinger hier hinkacken. Raven gegen unsere Kriechertumore ein. Vernichtet ihn, jetzt. Jetzt, verdammt! Ja. Dafür werden sie bezahlen, Kerrigan. Meinst du, ja? Meinst du? Los jetzt. Was jetzt? Ah, so ein Raven, so ein nerviges Scheißvieh, ey. Ja, ja. So, 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 so. Ei. Okay, da haben wir noch so ein Teil, ja. Sehr schön. Das heißt, wir müssen uns eigentlich gar nicht solche Gedanken machen. Du hast meine Aufmerksamkeit. So. Wir schwabbeln mal hier hin. Zack, zack, zack. Und das Ding können wir jetzt jederzeit einnehmen. Das ist schon mal sehr gut zu wissen. Lasst uns das hinter uns bringen. Wie sieht's damit aus? Okay. Ich überlege, ob ich jetzt ein paar Bärslinge vielleicht irgendwie heranzischen soll, ne? Ah, komm. Mutation abgeschlossen. So, Zerklinge. Weil ich kann die Zerklinge in Bärslinge verwandeln, ne? Ja. Tack, 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 tack. Machen wir das doch mal. Gut. Ich glaube, dann können wir auch hier wieder weiter agieren. So. Arbeiten wir mit denen hier. Den letzten lassen wir da. Gut, ziehen wir mal weiter, ne? Unsere Armee ist ja schon recht groß geworden. Also mies ist der Gorgonenkreuz, dann macht es unsere Nachzügler irgendwie platt, ne? Mal sehen, wie kommen wir hier zurecht? Ja, sieht eigentlich ganz gut aus, oder? Es gehört mir. So, ja. Das sieht doch ganz souverän aus. So, hier gehen wir noch weiter und weiter. Wie viel müssen wir noch platt machen? Ah, noch zwei müssen wir platt machen. Aber es fehlt noch Biomasse. Also irgendwo müsste hier noch Biomasse sein, die wir aufsammeln können. Man fragt sich nur, wo. Ich weiß es nicht. Ja, ja, quatsch nicht drum. Dann schnappen wir uns mal das hier. Und wandern weiter zu diesem hier. So. Und der wandert hier hin. Schickt eine Einsatztruppe zu dem Terrornest, bevor die Zerg es aktivieren.
Ein Gorgonenkreuzer weniger. Weiter so. Erweckt mir Terrornester. Ich habe diesen Planeten im Namen der Terranischen Liga erobert. Ich werde ihn nicht verlieren. Ja, was denn ich sag. Das glaube ich schon. Das ist dein letzter Gorgonenkreuzer, oder? Ah, vielleicht kommen wir hier oben hin. Das ist hier das letzte, die letzte Zerg-Biomasse. Das wäre auf jeden Fall sehr, sehr cool. Ich will die Machtpunkte haben. Ja, sehr schön. Das ist sehr, sehr geil. So, dann bevor wir den, Biomasse erhalten. Gute Sequenzen. Ach, guck mal, da ist ja der kleine Trupp von dem, ne? Ja. Ja, komm. Packeln wir gar nicht so lange und machen den letzten Gorgonenkreuzer Platz. Na, wo ist er denn? Na, wo ist er denn? Da ist er doch. Rückzug! An alle Streitkräfte der Liga im Knochengraben! Zurückziehen! Wir haben die Kontrolle verloren! Kerrigan, Warfield hier. Ich weiß, dass Sie mich hören können. Ich habe eine Nachricht für Sie. Bringen Sie alles mit, was Sie haben. Kommen Sie mit Ihrem gesamten Schwarm. Ich will nicht noch Nachzügler jagen müssen, wenn wir Ihre Hauptstreitmacht vernichtet haben. Wir sehen uns auf dem Plateau der Verwegenen, alter Mann. Ja, also an Selbstvertrauen mangelt es dem guten Warfield auf jeden Fall nicht. So, dann machen wir mal weiter, ne? Neue Fähigkeiten sind in dir erwacht, meine Königin. Wenn du willst, kannst du sie jetzt aktivieren. Ja, das machen wir auf jeden Fall. Aber nicht jetzt. Gefällt mir. Das sind so schöne, kurze, knackige Missionen. Macht auf jeden Fall Spaß. Auch wie nach wie vor sehr abwechslungsreich. Finde ich richtig, richtig cool. Auch wenn mir die Story so ein bisschen bei Wings of Liberty mehr gefällt. Sagt mir auf jeden Fall mehr zu. Finde ich aber hier dieses Gameplay richtig, richtig geil. Bei Heart of the Swarm. Gut. Aber es ist natürlich auch Geschmackssache, ne? Aber wie gesagt, ich feiere das auf jeden Fall. Gut. Die Festung steht immer noch im Hintergrund, aber wir sehen schon den Schwarm, wie der hier am Rumpfliegen ist. Dann machen wir wohl in der nächsten Folge den Warfield-Platz, so wie es ausschaut, ne? Aber vorher checkt man natürlich auch wieder alles ab: Evolutionsgruppe und. Ne, was auch alles so zu entdecken gibt. Wie gesagt, ne, gibt noch viel zu entdecken, gibt noch viel zu verbessern hier in Evolutionsgrube und auch die Kerrigan hat ja noch super viele Fähigkeiten, die lernen kann. Ich bin sehr gespannt, wie es hier weitergeht. Vor allem diese Evolutionsmissionen sind echt richtig cool. Gefällt mir sehr gut. Ja, alles klärchen, genug gequatscht. Ich mache an dieser Stelle einen kleinen Cut. Ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit am Start seid. Bis dahin, macht es gut und ciao.